So, wir wollten hier hin. Da wollte ich hin. Da. Und hier kommt der ran. Und jetzt können wir hier drehen. Ah. Ein geformtes Metallstück. Das ist immer noch nicht so schön wie Michas Messing, mechanische Messing Manschette-Etikette. Sie sagt, ich habe das Wort vergessen. Aber wir haben schon einen Zungenbrecher gehabt heute, wa? Aha. Kreuzeinsatz. Haben wir schon irgendwo diesen Einsatz? Messing-Mechanikmünze. Genau. Mio Michas Messing-Mechanikmünze hatten wir heute schon. Dankeschön. Okay, jetzt brauchen wir hier so eine Art Zahnrad. Wo setzt man... Ne, das war ein Stern hier drin, wa? Genau, hier war ein Stern. Und hier hinten war eine Art Sechseck. Hier unten ist ein Hebel, der geht, denke ich, automatisch runter. Der Sekretär geht sowieso automatisch auf. Okay, hier geht er immer wieder hoch zum Bild. Alles klar. Ist dieses Gerät? Aber das ist doch alles, das ist alles in dem Raum. Also bin ich der Meinung, dass jeder Raum für sich selbst steht, oder? Täusche ich mich. Also hier haben wir nirgends so eine Kreuzaufnahme, dass man mit dem Kreuz was anfangen könnte. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay, das heißt, der muss draußen irgendwo hin. Hier vielleicht. Hier fehlt irgendwie die Symmetrie. Nee, das ist ja... Das ist ja ein Kreuzeinsatz. Nee, der ist es nicht. Eine Bierpumpe. Okay, ist auch unvollständig, das ist klar, aber das ist es nicht. Nirgends bis jetzt so ein Kreuz gesehen. Basti, schönen Samstag wünsche ich. Hi. Grüße. Na, du Granate, alles klar. Feierabend? Oh, musstest du wieder... Ach stimmt, du warst bestimmt, du bist ja auch im Einzelhandel, stimmt ja. Stimmt ja. Ach, hier kommt das Rohr raus. Jetzt sehe ich gerade mal, hier ist dieses Messingrohr, was hier rauskommt. Hier runter geht und ebenfalls hier in diesen Raum.
Aha. Muss ich höchstwahrscheinlich den Raum erst machen, damit ich da drüben weiterkomme? Ich muss diese Drähte lösen. Also diese Drähte hier an der Wand muss gelöst werden, damit der Raum sich öffnet, stimmt's? Und bevor der Raum ja nicht, bevor die Pumpe hier nicht funktioniert, komme ich ja in dem Raum überhaupt nicht weiter. Weil ich muss das ja schließen können. Und da muss ja erst was durchfließen. Womit trotzdem die Frage ist, wo dieses Ding hinkommt hier. Basti, wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Feierabend. Start da schön rin. Und, achso, zu Hause bist du ja schon. Hättest du ja nicht geschrieben, wa? Na gut, viele schreiben auch mit dem Handy. Mach den entspannten, mein Lieber. Hm? Uns fehlt hier ein Hebel. Ein Hebel. Hm. Ja, das ist schon klar, dass... Naja. Unvollständig, schon klar. Bin ich hier richtig an der Stelle? Haben wir irgendwo so ein Symbol gesehen? Mal nicht, oder? Oder hab ich übersehen? Kann natürlich auch sein, wa? Wir kennen ja den Micha. Wieder blind wie ein Laubfrosch oder so. Wo ist denn hier? Da führt nichts zu dem Balkon hinauf. Aha. Aha. Das fährt hier runter. Guck mal, das kann hier runterfahren. Okay. Verstehe. Ist das N? Das ist da oben. Bin ich auf dem richtigen Weg, Leute? Bin ich auf dem richtigen Weg? Geht es darum, diese Wand zu machen erstmal? Aber ich komme ja nicht. Hier kannst du drehen wie ein Verrückter. Nein. Okay. Gut. Nein, sagt er. Das ist ja schon mal eine Aussage. Mit Nein können wir leben. Oder auch nicht. Also, hm. Ja, ja, der Deigmisch, das ist schon klar, das ist schon klar. Also man sollte sich zum Schluss ja auch steigern, wa? Also dass man... Das verstehe ich schon. Ah, der Raum ist ja fertig. Genau. Okay. Ich glaube fast, ein jemand wird da mit 6 Stunden nicht ganz hinkommen. Abwarten, mein Lieber, abwarten. Noch ist nicht alle Tage Abend. Hm? Schlauberger. Komplexität ist mein zweiter Vorname. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Ah, das klappt schon, mein Lieber. Das klappt schon. Na komm, wir kommen hier schon weiter. Die Frage ist jetzt allerdings halt, ja, da hast du recht. Wo kommt dieses Symbol? Oder ist überhaupt dieses Symbol komplex? Ach, das war das Zimmer. Das war das Zimmer jetzt. Geh hier nochmal rein.
war das Foto? Das interessiert uns erstmal nicht. Habe ich hier noch was übersehen? Seht ihr mal das Foto, beziehungsweise oben dieser Sword-Dreh-Ding. Den haben wir jetzt hier öffnet. Ja, ja, die Dinger kannst du nicht von Hand drehen, das ist klar. Ich hab auch... okay. Da ist er. Da haben wir ja nicht hingeklickt gehabt. Ja, lol. Auf die Tür, da habe ich noch überhaupt nicht hingeklickt. Ich dachte, das ist ein Zusammenhang zwischen dem hier, nicht dass das auf das Brett. So. Die Klüsen. Es sind immer die Klüsen, die hier einfach nur zu sind. Ja? Da kommt keine Luft dran wegen der Brille. Punkt. Ach je. Okulüten, genau. Nicht mit einem Okular, sondern Okulüten. Was haben wir hier Schönes? Ein Knopf. Klappt noch nicht. Ein Kurbelgriff. So, dann machen wir den mal so hier. Hm? Oh, der war schwer jetzt. Das hat mich beeinflusst. Ist ja egal. ja. So. Hier muss wahrscheinlich der Griff rauf. Aha. Okay. Muss hier der Mond hin? Ach, ei, was ist das denn? Der ist hier verkehrt rum. Der kommt dort so an. Aha, okay. Das heißt, den schiebe ich dahin, den schiebe ich hier hin. Kann ich den dahin schieben? Ja. Jetzt schiebe ich den hier hin. So. Jetzt würde das heißen, dass der... Der ist verkehrt rum, das heißt, dass der jetzt hier hin muss, damit er hier ebenfalls verkehrt rum ist. Dann machen wir das so, dann geht der hier hin, den nehmen wir mit, und der ist aber verkehrt rum. Dann machen wir das halt so rum. Das ist auch verkehrt rum. Dann machen wir das so und so. Ah, was ist, wenn wir den da hinschieben? So, sieht der Schuh schon anders aus. Zack. So, und jetzt nehmen wir den mit. Schieben den dorthin. Nehmen den mit, schieben den dahin. Und schieben den dorthin. Meine Güte, Micha.
Was ist mit meinem Brain? Das stimmt, Arthur seine Schuld von gestern. Was war denn jetzt passiert? Ich habe nicht hingeguckt. Hier sind Dings okay. Ah. Oh, der Brunnen. Cool, der ist für draußen. Teil des Modellbrunnens. Bravissimo. So, das war die Geschichte hier. Das heißt, dass von der Seite wahrscheinlich hier was passiert oder hier oben. So, wir haben den Modell, den Brunnen, der Brunnen vor dem Tore, meine lieben Damen und Herren. Da unten. Da ist der Pumpenkeller. Alter. Was ist denn hier oben? Hier ist auch noch eine. Hier bewegt sich aber auch noch mal was, wenn ich das hier sehe. Ah, die Küche ist es. Die sieht aber auch schick aus, wa? Hier liegt ein Buch. Endlich mal ein Raum, wo man draußen gucken kann. Bei dieser Wintergarten bei einer Küche, unglaublich. So. Ein Buch brennt. Ich bleibe auf dem Treppenabsatz stehen, als ich von unten die lauten Stimmen höre. Geknote Drohungen machen ein Versprechen unver... Was? Unverhohlener Gewalt? Okay. Es gibt nur wenige Fortschritte. Aber warum? Ich glaube nicht, dass Edward in der Lage ist, zu versagen. Die Worte, die sie benutzen, sind geheimnisvoll. Also mal schreibt sie Texte und mal schreibt er Texte. Ja, im Labor hat er geschrieben. Jetzt sind wir hier in der Küche. Jetzt hat sie geschrieben. Okay. Ich reime mir zusammen, dass ich, was ich kann. Diese Männer sind keine Wissenschaftler und ganz sicher keine feine Gesellschaft. Warum haben wir sie in unser Heim eingeladen? Endlich gehen sie. Ach, endlich gehen sie. Ich muss Edward suchen. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Zweimal muss ich kehrt machen, nur um das Arbeitszimmer zu finden. Oh, krass. Das Arbeitszimmer meines Vaters. Eine Tür, an die ich eine ganze Kindheit lang mein Ohr gedrückt hatte. Jetzt ist sie mir fremd, bis auf das Gefühl dessen, was sich dahinter befindet. Wie ein Makel, der auf der Welt liegt. Wie ein Makel, der auf der Welt liegt. Okay. Ist jetzt, also sie schreibt jetzt gerade die Situation. Vorhin war Edward im Arbeitszimmer und hat geschrieben, er hört sie draußen. Und sie hat jetzt hier geschrieben, dass sie ihn sucht. Und das Arbeitszimmer ist wie markiert. Tralala. Aha, okay. Gut. Seite ist leer, okay. Aha, das war das Buch. Gut, gut, gut. Ist der Einwegkopf? Schöner Teller hier. Ah, hier ist die Pumpe, hier oben und da. So, hier fehlt ebenfalls ein Stück Rohr.
Hier fehlt anscheinend ein Ziffernblatt für den Druck. Hier haben wir einen Keller. Können wir hier einfach ziehen. Aha. Eine Stange mit einem Griff. Okay. Da unten ist etwas, aber ich komme nicht ran. Wird ja nicht damit passieren, oder? Nee. Da liegt eine Pulle Schnaps. Aha. Da muss ich aber dran denken, dass wir die da rausholen. Also im Sinne von... Nicht im Sinne vom Schnaps, sondern im Sinne von dran denken. Ah, hier fehlt die Stange. Ach, jetzt sind die Glocken hier für... wer hat geläutet? Hier ist was zum Aufschrauben. Eine Flügelmutter. Okay. Dreieck, Strich, doppelte Dreieck, zwei Kreise. Hier ist die Frage, was ist der Dreieck und was ist der Strich? Ja. So, kann man ja wieder rumspielen. Ja, wahrscheinlich ist es ein Ton. So. Hier ist der Kreis. Und hier, man muss ja ein bisschen testen, wa? Selbstverständlich war das Müll. Unfassbar. Micha, du könntest Musiker werden. Oh, hier haben wir unseren Stern. Krass. Ein Tintenfass ist es. Okay. Das ist jetzt drüben für das Arbeitszimmer. Der Stern hier unten. Kann man das Tintenfass noch aufmachen? Nee, ist nur zum Reinstellen. Okay. Das ist drüben für das Arbeitszimmer. Das macht eine Tintenfass in der Küche, meine Güte. So. Wollte gerade sagen, so einfach ist es doch mit der Küche nicht getan hier. Hier fehlen Griffe. Hier fehlt wohl etwas. Jawohl, fehlt. Niemand weiß genau es nicht. So sieht's aus. Ihr sprecht in Rätseln. Irgendwie musste die Frau ja ins Buch schreiben. Ach so, du meinst... Ach so. Ja, der klaut sich hier Tintenfass aus dem Arbeitszimmer. Was ist denn da los? Ah, hier kannst du drehen. Funktioniert ebenfalls noch nicht. Ah. Ich vermute, dass hier noch was fehlt. Okay, du kannst nur so... Ach, okay. Ah, okay. Der hier oben kommt jetzt rum. Ach, unten der Ohr, okay. Lul, was hat?
Ach, du musst hier oben, du musst hier drehen, damit sich hier oben was bewegt. Was bewegt sich da? Ach, du ziehst den hier auf damit. Aha. Ich habe mal Mund zu, Milchzähne werden sauer. Zack, auf den Laden. Aha. Ein kleines Rad. Sieht aus wie ein Hampelmann, ja? So war Kopf, Arme, Beine. Drei Punkte, ein Punkt. Wir so ein Rad schon irgendwo gehabt? Ich glaube, ich drehe am Rad. Hier ist ebenfalls noch ein Rad versteckt drinne. Was höchstwahrscheinlich aufgeht, wenn wir die Tür aufbekommen. Aber um die Tür aufzubekommen, brauchen wir erstmal diesen diesen Griff. Ja, ja, hier fehlt was. Ich sehe das ja. Den Griff, der so aussehen wird. Also so wie er dort an der Tür war. Aber ist doch auch doof für eine Frau, oder? Dann kannst du ja nicht die ganze Küche so verbauen. Da kommst du ja zu nichts. Da brauchst du erstmal einen halben Tag, um die Küche aufzuschließen, damit du den Bockbusch machen kannst oder so. Hä? Schraub ihn doch ab. Machen wir gleich. So. So, diese. Wir gehen erstmal rüber in den, ins Büro wieder, um. Um das Tintenfass abzustellen. Was ist das hier? Ich dachte, hier ist noch eine Scheibe davor. Aha, der öffnet sich irgendwann. Irgendwie. Oh, hier brauchen wir vielleicht mal keinen Schraubenzieher, sondern Maulschlüsse vielleicht, um hier die Muttern abzuschrauben. Eieieiei. Da hat man wenigstens eine Ausrede, wenn das Essen nicht rechtzeitig fertig ist. Hm? Da findet sich doch wohl Besseres, oder? Hättest du die Küche nicht so kompliziert gebaut, dann wäre die Bockwurst schon fertig. Okay. Gut, man kann die Schuld immer beim Mann selbst suchen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So. Ah. Ein Knüppele. Okay. Mach mal den erstmal zu hier. Aha. Aha, sagst du. Keine Ahnung, welche Symbole. Okay. Hör doch auf. Guck mal zu den Laden. Aber wir haben keine Ahnung von. Okay. Mal kurz reingucken. Also der ist fest. Der ist fest. Aha. Jetzt ist die Frage, was steht über dem anderen, ja? Was kommt dorthin und was kommt hier hin? Okay.
jetzt haben wir diese Symbole nur oben auf dem Schreibtisch, also auf dem Sekretär gesehen. Hups. Warte mal, ist an der Decke vielleicht mal irgendwas versteckt? Vielleicht irgendwo hinten an den Tafeln was vergessen? Auch nicht. Okay. Wo haben wir? Wir haben die nur hier oben bis jetzt gehabt, diese Symbole. Ja, wir hätten. Und selbst hier sind nicht alle die Symbole, die unten sind. Okay. In dem Raum wir sehen, nee. Gut, wir gehen nochmal zurück. Also wir gehen nochmal zurück, Blödsinn, aber...